Die Katze von meiner Ex-Freundin heißt auch Bella. Tracklauf. Letztens auch mal nach Babykätzchen geguckt, ey, was die Leute für Baby. Oh nein. Naja, ist halt eine Geldmacherei, ne? Verlangt. Ja. Aber total. Wie normale Hauskatzen. Oh, incoming. Copyright Claim incoming. Ja, das ist natürlich das Geile bei Sony, dass die natürlich von Sony Entertainment die ganzen Musikrechte haben, ne? Die können halt einfach easy hier runterfallen. Hm, okay. Du bist nicht mal gesprungen, das ist ja das. Da war die noch, normal. Ja, das trifft's, ja. Ich wollte sagen, brav. Genie in der Bottle-Zeiten. Ja, und dann so ab der Zeit von Lady Marmalade ist die dann so abgedreht. Oh, okay, er geht im Kreis. Okay, verstehe. Okay, okay, okay. Ja, ja, ich glaube nämlich auch. Oben bestimmt. Ja, okay. Oh nein! Ey, das ist manchmal so dumm mit der Perspektive, oder? Ja. Ich bin daneben gesprungen. Alter, ey, das ist aber hier auch. Ach, stimmt, man kann ja fliegen. Ja, ja, so ein so ein Schwebesprung zumindest. So Peach-Sprung. Ja, genau. So, also einen, den ersten, den hat. Ah, okay, sehr gut. Stücke ist immer gut, weil die übersieht man nicht so leicht. Hä? Aber ich habe das zweite Ding bekommen. Oh nein, wir haben ein Stück verpasst. Nee, war da wirklich eins? Scheiße. Ah, das ist Kacke. Ja, das ist richtig cool. Aber ich mag die Musik, Beat, Level eh alle. Das einzig Blöde ist halt, dass die immer geclaimed werden, natürlich. Auf Twitch ist dann Stille und auf YouTube ist halt Copyright Claim. Ich glaube nicht. Mach, dass du da wegkommst. Rette dein Leben! Alter, ey, ich hab aber auch ein Timing, das ist doch abnormal. Nein, da ist eine Lücke, ich dachte, das wäre eine Glasscheibe. Ich dachte ernsthaft, das wäre ein Glasboden, ey, oh mein Gott. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Wie so eine durchgefickte 5-Euro-Hafennutte. Was, ich? Ja, guck dir mal diesen Puschel da an. Das ist mein Puschel. Hm. So, wie so ein morgendlicher Walk of Shame. Okay, los geht's.
So, wo war jetzt? Hier noch nicht, ne? Oder? Nee, bei dem Dings, wenn es langläuft. Ach ja, genau, stimmt. Wo wir runtergerumst sind. Okay, das Ding hatten wir ja. So, weißt du noch wo? Jetzt gleich dann, oder? Ja, da kommt. Das hier? War das das? Ja, cool. Ja. Toxic, 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 toxic. Toxic. Da links sind auch noch Sachen. Was, wo? Ach da, rechts. Ja, dann haben wir lieber. Geh da vorwärts. Was ist denn die? Hallo? Bei mir hängt gerade alles. Bei mir stehen die auf einer Stelle und ich sehe keinen Elektrokram mehr. Hä? Wie? Oh, hat sie einen Sync-Fehler oder was? Keine Ahnung. Oh, ohne dich komme ich hier aber, glaube ich, nicht hoch. Geh mal zurück und geh mich holen. Ich kann nicht auf dich springen. Nee. Ja, frei ja direkt hier. Ne, die haben bei mir auf einer Stelle gestanden. Und aber jetzt ist wieder normal? Ja, jetzt okay. Ist wieder normal. Dann trage ich dich und wirf dich dann gleich hoch. Ist wieder okay. Boah, nee, oh, la Camulu! Junge, ey. No, no. Die hat keinen Bock mehr zu singen, glaube ich. Alter. Ja, ich war tot. Hallo, bei mir auch nicht. Keine Ahnung. Nein! Ja, wir müssen sowieso. Ah Mann, nur die zwei letzten Dinger da. Kacke. Mann, ärgerlich. Spür meinen Dreizack. In deiner linken Foot. Meiner linken? Hab ich mehrere. Ja, linke Foot-Seite. Wieso guckst du denn so traurig? Keine Ahnung. Du musst doch lächeln, Coco. Guck, du hast ein Glöckchen. Leute mit deinen Glocken. Ich stelle mir jetzt gerade vor. Bing, 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 bing. Oh. Wie Hilsi das macht. Weiß ich nicht. Schnabel die, dabbel du, dabbel diebel day. Zappelt in der Luft. Ein Zappel, Philipp.
Der Boden ist Lava. Nein! Ja, der war knapp. Hast du gerade einen? Da hab ich aber gerade. Na mach. Ach komm, ach, wenn man dagegen läuft, deshalb hast du eben einen Stromschlag bekommen. Man darf auch gar nicht erst dagegen laufen. Wir müssen da hoch. Ja, ich werf dich. Oh, komm, schnell, schnell, schnell. Komm. Oh, wir brauchen nur das Ding kriegen. Scheiß auf, scheiß auf das Ding. Scheiße. Ich bin tot. Mann, ich bin dumm. Tut mir leid, dass ich ein dummer Mensch bin. Nein. So. Den haben wir. Ja, den, aber wir wissen ja, wo er ist. Mano! Wir bleiben dann einfach auf diesem Balken stehen, weil das Ding weiterfahren kann uns ja egal sein. Wir klicken dann ja eh auf Weltkarte. Also scheiß auf das Weiterfahrteil. Wir müssen dann nur auf diese komischen Viecher da aufpassen. Sollen wir in die Disco gehen? Wie sagt man denn heute? Diskothek? Oder Club? Keine Ahnung. Diskotheke. War das letzte Mal vor 5 Jahren? Das waren wir schon. Na doch. Ich glaube Halloween. Ich war doch so wie, ich war noch nie ein Mensch gewesen. Ja, bei mir auch an Halloween. Siehst du? Ja, da bin ich morgen. Ja, bin mit dem da. Ich hol ihm die Cola. Hast du eigentlich hier das Knast-Event gesehen von... Ja. Also ich frag mich noch immer, wie die Tante sich beide Arme gebrochen hat. Da hat sich jemand die Arme gebrochen? Ja. Ja, ich hab das nicht geguckt. Ich fand, sowas wusste ich mich gar nicht. Das ist auch eine... Okay. Ganz tierisches Mädel war im Finale mit Knossi und Sascha. Aber wer denn? Aber nicht Fiege, oder? Die ist ja öfter mit dabei. Knossi hat das gewonnen. Ja, das hab ich gelesen. Ich habe nur mitbekommen, dass halt Trimax nicht dabei war und dafür der Sascha dann. Genau. Alles so, ich mag diese Bubble irgendwie, ist nicht so mein Ding. Ja, Eli ist doch ganz in Ordnung. Ja, weiß ich nicht. Mit dem ganzen FIFA-Scheiß und so. Ich finde das nicht so geil. Och komm schon, das Level geht mir jetzt aufs Ei. Ja, ich hol die, du kommst jetzt wieder. Und jetzt müssen wir halt gleich nur auf dem Balken-Ding bleiben. Ja, und da war halt so eine Station wie bei Joko gegen Klaas, da war so Wände aufgebaut, die müssten sie halt durchkochen, die Stoßkraft. Das waren okay. So Pappwände und dann zwischen paar Erde. Und ich weiß nicht, was die gemacht hat. Oh, dann ist sie da voll gegen mit den Armen wahrscheinlich. Dann ist sie entweder dagegen gesprungen, aber die hat sich die Unterarme gebrochen. Ja, ja, klar. Beide. Ja, aber das ist ja auch leicht. Ist ja auch leicht dann, theoretisch. Komm, hier auf den Balken, auf den Balken. Auf den Balken. Ist noch nicht verpasst. Ach nein, der Bildschirm geht ja mit. Ja, aber guck mal, stell dir mal vor, Coco, du gehst wirklich, ohne dass du damit rechnest, dass das Ding nicht aufgeht. Du gehst also ungebremst mit den Armen, stell dir mal vor, einfach gegen eine Betonwand. Die sind durch. Die bricht man sich. Und dann als Frau, die da vielleicht noch keine Muskeln hat. Ja, die ist halt auch wirklich ganz zierlich. Im Arsch. Und die hat dann dagegen geschlagen, gegraben, auf einmal hast du noch gesehen, wie sie auf Knossi zeigt, dann hast du auf einmal gehört, sie hat sich verletzt. Sie glaubt, sie hat sich den Arm gebrochen. Oh shit. Und dann hat sie später eine Instagram-Story gemacht, sie hat sich beide Arme gebrochen. Sie hat beide Arme notoperiert bekommen. Boah, übel, ey. Hat den beiden Armen geplatzt. Ja, sagt, wenn man dumm ist, ne? Zu dem Leben. Ich hätte gedacht, wenn die so wirklich dagegen gut wäre, vielleicht die Oberarme. Nee, eher die Unterarme tatsächlich. Weil die, also du hast da ja zwei dünne und klar, das geht platt. Oh.
Remix von diesem ganzen Kram noch mit Abstand den besten. Wie er jetzt von Stefan Rapp hier die Anklage bekommen. Ja, gut. Also. Kindergarten. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass das konventionelle Fernsehen einfach immer noch mit diesem falschen Stolz auf diese ganzen Streaming- und VOD-Medien drauf geht. Ich hatte es vor, ja, hol mich schnell. Und die sehen halt ihr Land wegschwimmen einfach. Ja, klar. Und versuchen jetzt krampfhaft, sich an alles zu klammern, was die haben. Und dass das so nicht weitergeht, dass das Fernsehen in 5 Jahren auf diese Weise tot ist. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtiges Fernsehen geguckt habe. Ich habe den Fernseher im Wohnzimmer nur hängen für Netflix oder ja, Blu-ray oder so. Ich habe keinen normalen Fernsehanschluss. Meiner benutzt das Fernsehen nur, um wirklich Fußball. Soll ich dich tragen? Schon mal? Ach komm! Ja, komm! Nee, geht schon. Nee, ich trag dich. Mir ist das zu gefährlich. Oder oben hin! Ja! Ja, schwebt dagegen! Warte, ich schweb dagegen. Ich schweb da schnell gegen. Ey, guck, ich bin einfach zu blöd dafür. Wir passen einfach nicht auf, Mann! Ja, weil wir hier über Sachen reden. Was ist denn da los? Ist auch gar keiner mehr im Stream, gar keiner mehr im Chat. Die Leute, die gehen alle verzweifelt. Xbox und PlayStation. Ja, ja, das habe ich gesehen, ja. Ja, alle Riot-Dinger. Kannst du dir Velo schon kaufen? Ja, habe ich gesehen. Und alle Agenten freigeschaltet und so sind dann. Oh, cool. Auch von LOL. Und alle Waffenskins umsonst, auch die ganz teuren, alle Messer, direkt alles mit drin. Ernst jetzt? Nein, natürlich nicht. Aber die Agenten auch. Das wäre es ja auch noch, ey. Dann würde ich aber ausrasten. Einfach mal so 300 Euro oder so in das Spiel gebuttert. Also glaube ich zumindest. Ich würde das glaube ich gar nicht wissen. Ja, wenn meine Ohren jetzt... Ich kriege jetzt Antibiotikum. Ich merke auch schon, dass es wirkt. Das rechte Ohr wird schon besser. Da musst du ja nichts am Trommelfell machen zum Glück. Und ich hoffe, dass es bis Ende des Jahres durch ist. Und dann sind wir wieder rein. Ich wollte eigentlich Gold 3 werden. Nee, Ranked spiele ich nicht. Na, ich Stress tue ich mir nicht. Ich will hauptsächlich Gold spielen. Ich will kein Jugend spielen. Ja, die ist so eine, weiß ich nicht. Die ist nicht mehr so wirklich so Teamspielerin. Die macht ja immer nur noch ihr eigenes Ding. Ja gut, dann macht ihr ja öfter hier wegen dem Malen, ne? Nee. Nicht. Nee, nee. Du stimmst selber. Ach, der Eistüte war von woanders da. Der hatte doch den. Der hat doch eine Zeit lang den Podcast mit Vivi gemacht, genau. Vivi wird ja Mama. Hab ich alles nicht mitbekommen. Hatte sie einen reindrücken lassen. Die ist ja erst ganz frisch mit dem Typen zusammen. Naja. Ja, doch, sie ist. Die wird Mama. Hälfte. Ach krass. Ich glaube, die zwei gesehen habe. Die nicht mehr auf dem Film. Sollte nicht mehr streamt. Dann wollte ich ja, wir uns immer mal getroffen haben, weil er jetzt auch in Düsseldorf wohnt, aber irgendwie. Jetzt müssen wir. Ja. Los, Tom. Ja. Ach scheiße, Mann! Boah, ich krieg einen Anfall. Warum sterben wir denn da beide auch immer? Was ist denn mit uns, Koko? Wollen wir das in echt nicht? Wollen wir das tief in unserem Ernsten nicht? Ich hab keinen Plan. Ja, ich hab auch keinen Plan. Marzipan. Ja, so Marzipan. So, jetzt schaffen wir das. Wir dürfen da nicht mehr reden über schwangere Vivis und keine Ahnung was alles. Was? Opa Holland? Opa Holland. Oh, scheiße, der Opa Holland kommt. Genau,
Ich bin zwar gesprungen, aber ich tue trotzdem noch einen mit. Och Mann! Ja, weil das scheiße ist. Das Spiel ist scheiße. Das ist drinnige Gnade. So, Tom, wieder da. Du warst ja auch nur 2 Stunden weg, ne? Wo warst du denn? Strengt euch mal an jetzt. Ja, jetzt wo du da bist, müssen wir ja einem im Stream auch noch was zeigen. Klar, jetzt geht's ab. Habt ihr ein Ei gebacken? Ah, das ist schön, das freut mich. Hast du ein bisschen Ei gewachsen? Naja, über Nacht. Der hat ja jetzt Brüste und jetzt ist ihm aber plötzlich auch noch ein Ei gewachsen. Komm jetzt! Ey, ich hab. Ja, ich konnte nichts machen. Man konnte nicht mehr springen dann wegen Feindkontakt. Es ging nicht. Und ich esse die sogar ohne Schale. Hä, wieso isst du die nicht mit Schale? Ist doch viel knuspriger. Hä? Ich mache mir auch immer, wenn ich Rührei mache, mache ich mir die Schale immer mit rein. Das knuspert so schön. Boah, dieses eine Stück Schale, wenn man drauf kommt. Boah, Mann! Okay, ich wusste nicht, dass du so allergisch auf Schale reagierst. Jetzt geht mir das Level echt aufs Ei. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, weil wir nicht über ich so höre sie. Weil wir die dicke Vivi nicht erwähnt haben, deshalb. So. Da bist du gemein. Ja, wieso, wenn man schwanger ist, wenn man dick, also ein schöneres Dicksein gibt's doch nicht. Also einen schöneren Grund. Das stimmt, allerdings. Also vielleicht, wenn man geil Griechisch gegessen hat. Dann ist es noch besser. Und dann schöner Milcheinschuss im Busen, geil. Wie hat das Level? Und noch 3 Level. Ja, die Welt schaffen wir noch.